Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pieksu und jede Woche Donnerstag bekommst du hier ein neues Video rund um das Thema Nähen und Plotten. In unregelmäßigen Abständen erhältst du zusätzlich neue Video-Nähanleitungen zu den Pieksu-Schnittmustern. Diese erklären dir Schritt für Schritt, wie die Schnittmuster genäht werden und du kannst alles ganz, ganz einfach nachvollziehen. In dem heutigen Video soll es wieder um das Thema Plotten gehen. Vor einiger Zeit habe ich bereits ein Video veröffentlicht, wie ich mit einem Plotter von Brother Vinyl plotte. Und heute soll es einmal darum gehen, wie man mit einem Plotter von Silhouette, der hier bereits im Hintergrund steht, auch Vinyl plottet. Ich zeige dir meine Einstellungen, die ich nutze, um ganz normale Vinylfolie zu plotten. Würde dir natürlich vorab immer raten, selbstständig einen Testschnitt durchzuführen. Die Messereinstellungen findest du ebenfalls unten in der Infobox. Und ja, jetzt lass uns anfangen, Vinyl zu plotten. Ja, herzlich willkommen im Programm Silhouette Studio. Wir wollen heute ja zusammen das erste Mal mit dem Silhouette Vinyl plotten. Und zwar rufe ich mir dazu eine Datei auf. Ich nehme jetzt hier eine Datei aus meinem neuen Plotter-Dateiset Coffee Love. Und zwar die Plotter-Datei Insert Coffee to Start. Und ich öffne hier dann auch die DXF-Datei. Grundsätzlich kommt es auf deine Silhouette Studio Version drauf an, kannst du in Teilen halt auch die SVG-Datei nutzen, aber ich rate dir eigentlich immer zur DXF-Datei, das ist ein bisschen besser, da Silhouette mit der DXF-Datei am besten zurechtkommt. Sobald die Datei dann in dem Programm geöffnet ist, kannst du per Steuerung A und Steuerung G das Ganze erst einmal gruppieren, damit dir auch kein einziger Fitzel verloren geht. Und ich schiebe mir das dann immer hier oben so ein bisschen in die Ecke, damit ich nachher auch wirklich viel Folie spare und beim Plotten entsprechend keine Probleme habe. Du kannst hingehen und jetzt hier über die Anfasser natürlich die Datei vergrößern und verkleinern, je nachdem, was du haben möchtest. Kannst du das über die ganze Mattengröße ziehen oder eben verkleinern, je nach Motiv rate ich da auch so ein bisschen vom Verkleinern teilweise ab, da so kleine filigrane Muster wie das hier beispielsweise, wenn man hier mal so ein bisschen reinzoomt, so diese kleinen Zwischenräume oder kleine Akzente in entsprechenden Dateien beim Verkleinern eben auch Probleme verursachen können und du dann entsprechend das Ganze nicht mehr so richtig schön entgittern kannst. Und das wäre natürlich nicht so schön. Ja, im nächsten Schritt zum Entgittern von Vinyl ist es immer ganz schön, wenn man sich so ein paar Hilfslinien setzen kann, weil wir Vinyl ja negativ entgittern. Und bei Vinyl wäre dann das Problem, dass alles, was hier quasi nicht Schrift oder Kaffeebohne und Becherchen ist und einem drum und dran halt im ersten Schritt erstmal abgezogen werden muss. Und das ist bei Vinyl dann immer ein sehr großer Bereich, der abgezogen wird. Das verklebt ganz gerne mal. Es werden immer so ein paar Teile mit abgezogen, die man eigentlich gar nicht abziehen möchte. Und deswegen kann man sich auch Entgitterlinien bzw. so Entgitterhilfen ziehen. Dafür gehen wir hier über das Liniensegment. Rufen das einmal auf und ziehen uns hier mit gedrückter Shift-Taste eine Linie. Diese Linie können wir dann nehmen und kopieren über dieses Auswahlwerkzeug, die Linie auswählen und einfach kopieren und entsprechend hier einfügen. Jetzt haben wir hier so ein paar Linien und dann verteilen wir diese Linien über unsere Matte beziehungsweise so ein bisschen über unser Design. Wichtig ist jetzt dabei, dass du so ein bisschen aufpasst, wie du die Linien setzt, damit beispielsweise so Zwischenräume hier nicht zu klein bemessen werden. Also wenn du hier jetzt beispielsweise diese kleine Aussparung hast, die ja später entgittert werden muss und hier ist so ein ganz kleines Fitzelchen an der Ecke, dann macht das alles natürlich überhaupt keinen Sinn, weil du machst dir das ganze Entgittern dadurch nur noch schwerer. Dann musst du diese kleine Ecke daraus sammeln und genau das wollen wir eben nicht. Also kann man gucken, dass man die Linien entsprechend so hinsetzt, dass eben diese Zwischenräume, die entgittert werden sollen, nicht noch unnötig geteilt werden. Und so kannst du dir die Linien so ein bisschen über deinem Design bzw. über der Plotter-Datei verteilen, die du entsprechend entgittern möchtest.
je nachdem, wie groß die Datei ist, beziehungsweise wie filigran die Datei ist, brauchst du dann entsprechend eben mehr oder weniger dieser Linien oder je nachdem, wie viel Aufwand du dort betreiben möchtest. Ich glaube, die Linien lösche ich auch nochmal mit raus und habe jetzt hier so einige Linien über mein Design gezogen. Du siehst hier die roten Linien, also das sind die, die mir jetzt als Entgitterhilfe dienen sollen. Ich mache das auch nochmal, dass ich die Linie ein bisschen verkürze. Zum einen, dass sie eben so ein bisschen hier über den Schneidebereich hinausgehen, aber eben auch so auf der Schneidematte liegen, dass ich nicht die ganze Schneidematte nachher als Schnittfläche nutze, sondern hier an der Seite beispielsweise eben keine Schnittlinie mehr habe und auch keine Fläche mehr habe, die ich nachher mit Folie beplotten muss. So, jetzt ist im ersten Schritt halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass das Design im Vordergrund ist und deine Linien sich im Hintergrund befinden. Bedeutet, du kannst die Linien alle nochmal markieren. Und mit Rechtsklick ein neues Menü aufrufen und hier einmal sagen, dass die Linien in den Hintergrund gestellt werden. Damit gehst du sicher, dass wirklich alle Linien hinter deinem Design liegen. Du kannst zusätzlich natürlich auch nochmal dein Design anklicken und das entsprechend in den Vordergrund stellen. Aber wenn du die Linien alle in den Hintergrund gestellt hast, dann sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Anschließend markierst du alle Pfade und auch dein Design, entweder mit Steuerung A kannst du alles markieren oder eben mit der Maus hier einmal rüberziehen und klickst dann auf diese Fläche alle subtrahieren unter diesem Menüpunkt modifizieren. Den findest du hier auf der rechten Seite, das Modifizieren-Fenster öffnen und sagst dann alle subtrahieren. Je nach Größe deiner Datei kann es eben entsprechend sein, dass die Linien und das Design sehr groß und sehr aufwendig sind. Und wenn du dann wirklich alles markierst und hier auf alle subtrahieren klickst, dann kann es unter Umständen auch passieren, dass Silhouette sich aufhängt und du eben Probleme bekommst. Deswegen kannst du das Ganze auch Schritt für Schritt machen. Also du nimmst dir die einzelnen Linien, markierst eben die Linie zusammen mit deinem Design, so wie ich das eben gemacht habe, und klickst anschließend auf alle subtrahieren. Das dauert dann immer so ein kleines bisschen, bis tatsächlich etwas passiert. Und dann siehst du nämlich Folgendes, dass du nur noch die Linie hast und genau da in der Schrift eben keine Linie mehr vorhanden ist. Bedeutet, es wird nachher wirklich bis an diese Schrift geschnitten und du hast ein bisschen es oder hast es ein kleines bisschen einfacher, diese großen Flächen nachher zu entgittern. Und so markierst du dir Linie für Linie, klickst eben auf alle subtrahieren, wartest immer ein kleines bisschen und anschließend gehst du weiter mit der nächsten Linie. Wenn du so dann deine Entgitterhilfen fertiggestellt hast und dein Design eben nicht geschnitten wird, sondern nachher nur diese Bereiche, die von uns entgittert werden, dann geht es auch wirklich los mit dem richtigen Schneiden der ganzen Datei. Wichtig bei Vinylfolie ist, dass sie nicht gespiegelt werden muss, also im Gegensatz zu der Flexfolie, die du auf T-Shirts aufbügeln kannst, wird Vinylfolie wirklich so geschnitten, wie du sie siehst, weil die Klebefläche eben nicht die Fläche ist, die dich anschaut, wenn du das Material auf die Schneidematte klebst, sondern die Klebefläche ist die, die quasi auf der Seite der Schneidematte liegt, zusammen mit dem Trägermaterial der Vinylfolie. Wir haben jetzt also alle unsere Dateien fertig, haben die Entgitterhilfen fertig und möchten das Ganze jetzt einmal schneiden. Also geben wir das Ganze über den Button Senden an unseren Plotter. Du klickst also auf den Button Senden und siehst dann hier auf der linken Seite eben deine Schneidematte und dein Design, so wie es geplottet werden soll. Nun musst du entsprechend die ganzen Einstellungen vornehmen für das Schneiden. Du kannst hier auf der rechten Seite das Material heraussuchen, das du nutzen möchtest. Es gibt da mehrere
Möglichkeiten. Wenn du das Material Vinyl eben eingibst, kannst du unterschiedliche Vinyl-Voreinstellungen auswählen. Du kannst aber auch natürlich dein eigenes Material hinzufügen hier unten. Ich habe hier für die Folie, die ich verwende, bereits ein Material voreingestellt. Und zwar handelt es sich in dem Fall um eine Orakelfolie, die ich benutze, eine Vinylfolie der Firma Orakel. Und zwar ganz genau ist das die Folie 651. Ich habe mir die Schnitteinstellungen bereits vorher per Testschnitt und mittels Herausfinden und Herantasten entsprechend ausgesucht. Ich schneide die Orakelfolie hier mit der Schnitteinstellung 1 und die Geschwindigkeit je nach Design passe ich dann immer entsprechend an. Da es hier sehr, sehr viele Details gibt und beispielsweise das S hier so kleine Aussparungen hat, genauso wie das A und auch der Becher, gehe ich hier mit der Geschwindigkeit tatsächlich auf 1 runter. Das ist etwas, das ich dir immer raten würde, wenn du eine sehr filigrane Datei schneidest und um ein wirklich besseres Ergebnis zu erhalten, setze am besten immer die Geschwindigkeit auf die langsamste herunter, die du bekommen kannst. Denn in dem Fall ist es so, dass du dann deine Designs auch wirklich schön geschnitten bekommst und keine Probleme hast später eben entsprechend, dass der Plotter etwas verschiebt. Also je langsamer du schneidest, desto genauer kann der Plotter entsprechend auch schneiden. Den Anpressdruck habe ich hier auf 10 gestellt. Durchgänge mache ich in diesem Fall tatsächlich nur einen. Je nachdem, was du feststellst bei vorherigen Schnitten mit der Vinylfolie, kannst du auch 2 Durchgänge wählen. Genauso schalte ich hier eben das Einstellen der Ecken bzw. das Schneiden oder den erweiterten Eckenschnitt entsprechend nicht ein, da ich bei Vinylfolie bisher keine großartigen Unterschiede festgestellt habe, ob ich das nun eingeschaltet habe oder nicht. Ich komme mit der Vinylfolie immer sehr gut klar. Solltest du gerade so in Ecken, wie beispielsweise hier bei den E's, Probleme haben, kannst du natürlich auch hier den Haken reinsetzen. Dann wird in die Ecken so ein bisschen mehr reingeschnitten. Das kann unter Umständen dann eben dazu führen, dass du besser entgittern kannst und nicht noch nachschneiden musst. Hast du dann entsprechend diese ganzen Einstellungen hier gewählt, dann kannst du das Ganze über den Button Senden an deinen Plotter schicken. Bevor du natürlich deine Datei jetzt an deinen Plotter übergibst, ist es ganz wichtig, dass du vorab natürlich die Vinylfolie auf die Schneidematte aufbringst. Hierbei ist es so, dass die Vinylfolie mit dem Trägermaterial nach unten auf die Schneidematte geklebt wird und das, was wir später sehen und was später nachher auch sichtbar ist, wenn die Vinylfolie entsprechend aufgebracht ist, schaut uns an. Anschließend wird die Schneidematte eingelegt. Hier auch wieder darauf achten, dass du schön die Kante erfasst mit der Schneidematte. Die Schneidematte entsprechend gerade eingelegt wird und du über das Tippen auf Laden die Schneidematte entsprechend einliest. Sollte das das erste Mal sein, dass du Vinyl plottest, rate ich dir in jedem Fall dazu, vorab einen Testschnitt zu machen. Wie du einen Testschnitt an einem Silhouette-Plotter machen kannst, das erkläre ich dir in einem anderen Video. Das verlinke ich dir hier oben unter dem i. Und nun klickst du auf den Senden-Button in dem Programm Silhouette Studio. Der Plotter fertig mit dem Schneiden ist, kannst du hier über den Button Entladen entsprechend deine Schneidematte wie immer aus deinem Plotter nehmen und den Plotter beiseite stellen. Nun geht es an das Entgittern bzw. erstmal an das Lösen der Vinylfolie von der Schneidematte. Du nimmst also die Folie entsprechend einmal ab und hast dann nur noch die gesamte Vinylfolie für dir liegen. Anschließend kannst du hier jetzt mit Hilfe dieser eben gesetzten Entgitterhilfen und Entgitterlinien deine Folie ein bisschen einfacher entgittern und hier schon mal so die ganzen Bereiche, die entsprechend
nicht mit aufgeklebt werden sollen, entfernen. Und so entgitterst du jetzt Schritt für Schritt das gesamte Motiv. Wenn jetzt dein Motiv entsprechend entgittert ist und bereit dafür ist, auf die jeweilige Untergrundfläche aufgeklebt zu werden, dann gehst du folgendermaßen vor. Du benötigst eine Transferfolie. Ich selber nutze immer keine regulären Transferfolien, sondern ich nutze Vinylfolien, die etwas älter sind, die ich vorher auf Stoffe aufgeklebt habe, eben weil das Ganze entsprechend ein bisschen günstiger ist. Die kann ich dann auch wirklich öfter verwenden. Ich habe die hier auf so eine Rolle aufgeklebt und muss die entsprechend einmal aufrollen, damit ich sie auch nutzen kann. Die ist jetzt wirklich schon sehr fusselig. Das liegt einfach daran, dass ich die wirklich auf Stoffe aufklebe, auf meinen Pullover, den ich anhabe, klebe, damit sie eben entsprechend nicht mehr so stark klebt, wie Vinylfolie das nun mal in der Regel tut. Und wenn die Folie jetzt so will, wie ich will, dann ist sie auch gleich aufgerollt. Also ich mache das wirklich, dass ich hier das Ganze mit Stofffusseln befussel quasi, damit das nicht so krass klebt und ich alles entsprechend wieder abklebe. Jetzt ist die klebende Seite der Vinylfolie natürlich noch auf diesem weißen Trägermaterial und wir wollen das Ganze aufkleben, um das nicht eben entsprechend wirklich alles einzelteilig da irgendwo hinkleben zu müssen. Kleben wir jetzt diese Transferfolie entsprechend über das Motiv und dann wird das alles schön glatt gepresst. Das bedeutet, du kannst dir irgendeinen Gegenstand nehmen, um wirklich hier zu gewährleisten, dass die Schrift und die ganzen Motive und alles Mögliche ganz, ganz schön an dieser Vinylfolie klebt. Also du kannst das mit den Händen machen. Du kannst das aber auch mit einem Rakel machen. Ich meine, hier bei Silhouette war sogar, nee, ist keiner dabei, aber hier ist so ein kleines Werkzeug für die, für das Messer zum Einstellen. Das kannst du nehmen. Also wirklich, sei da kreativ. Du musst dir da nicht extra einen Rakel kaufen. Das ist quasi rausgeschmissenes Geld. Und dann siehst du zu, dass alles tatsächlich wunderbar an dieser Folie drüber klebt. So, wenn das dann da drüber klebt, dann kannst du das Ganze abziehen und hast jetzt quasi dein Negativ. Und dieses Negativ kannst du dann auf eine, ja, auf einen Schrank, auf eine Karte, auf alles Mögliche, aufs Fenster oder wie auch immer kleben und hast dann deine fertige Plotterdatei aus Vinyl auf deinem gewünschten Untergrund. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest meine Schritte zum Plotten von Vinyl entsprechend nachvollziehen und hast jetzt auch schon eigene Ideen, was du aus Vinyl ausplotten kannst. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und hier unten natürlich den Kanal abonnierst. Wenn du die kleine Glocke läutest, verpasst du kein weiteres Video, das auf diesem Kanal hochgeladen wird. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Spaß beim Plotten mit Vinyl. Tschüss!